Während des Ballwechsels ist zwischen Marlene und der Mitspielerin kein Unterschied zu sehen. Lediglich beim Aufschlag wird deutlich, dass Marlene anders Tischtennis spielen muss als die anderen Mädchen. Seit ihrer Geburt fehlen ihr nämlich die linke Hand und der Unterarm. Ein Problem sieht die 16-Jährige darin nicht, weder im Sport noch im Alltag zu Hause. Man weiß nicht, warum das passiert ist und ich habe mich auch direkt damit abgefunden. Also ich hatte nie Probleme damit. Ich hatte auch eine Prothese am Anfang und die habe ich dann immer allen zeigen wollen, dass ich eine habe, aber dann habe ich sie direkt wieder ausgezogen, weil ich habe sie nicht gebraucht. Die 16-Jährige spielt seit fast 10 Jahren Tischtennis. Unterstützt wird die Schülerin dabei von ihren Eltern. Dreimal die Woche fahren sie die Jugendliche zum Training. Am Wochenende stehen Lehrgänge und Wettkämpfe an. Sport war für Marlene schon immer wichtig. Bereits im Kindesalter von 6 Jahren gehörten Handball und Leichtathletik zum Alltag der jungen Hessin. In der Grundschule änderte sich dann jedoch der sportliche Fokus. Ihre Freundin aus der ersten Klasse dann, die hat Tischtennis gespielt und ihr Papa war Trainer und dann wollte sie irgendwann auch mal dahin. Und da habe ich mir dann Gedanken gemacht, oh Gott, wie wird denn das gehen mit einer Hand? Und da haben wir hier am Esszimmertisch dann geübt, einen Aufschlag zu machen, bevor sie ins erste Mal ins Training geht. Und dann ist sie hingegangen und dann hat ihr es gefallen. Egal ob mit 2 oder nur einem Arm, beim Sport kommt es für Marlene nur auf die Leistung an. Häufig vergisst sie sogar, dass sie nur einen Arm hat. Es stört sie nicht. Genauso sehen es ihre Mitspielerinnen beim Training. Sie war eigentlich die erste in Frankfurt, so, die, sag ich mal, Behindertensport gemacht hat. Aber für uns war es eigentlich alle ganz normal. Die Marlene ist ja total nett und offen und die geht ja auch total nett, also offen damit um. Deshalb war es für uns alle jetzt irgendwie ganz normal, also es hat jetzt niemanden gestört oder niemand dachte so, Gott, was ist das? Also für alle war sie einfach ganz normal Marlene halt. Zurzeit muss Marlene neben dem Training auch noch sehr viel lernen, denn das Abitur steht an. Mit den Leistungskursen Englisch und Sport muss so manche Trainingsstunde ausfallen. Doch ihr großes Ziel will Marlene trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Also auf jeden Fall Tokio 2020 und wenn ich es geschafft habe, denke ich, dass ich auf jeden Fall noch weitermachen will und dann 2024 und dann muss ich gucken. Als aktuelle deutsche Meisterin stehen die Chancen für die Qualifikation der Paralympics gar nicht so schlecht. Die Daumen dafür drücken wir ihr auf jeden Fall.